So, hallöchen Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Wenn euch irgendwas in der Audioqualität auffällt, dann sagt mir mal, ich probiere gerade was aus, dann sagt mir, ob sie besser oder schlechter geworden ist. Ich hoffe natürlich besser. In der letzten Folge haben wir, lasst mich mal überlegen, wir haben die Arena gemacht. Und ja, die Arena haben wir gemacht, oder? Das Team Rocket Hauptquartier haben wir davor schon gemacht. Und jetzt können wir theoretisch nach Lavandia, weil wir haben ja das Silphscope. Und in den Mondberg, ja. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Es kann sein, dass die nächsten Tage die Folgen etwas später kommen, weil ich im Moment überhaupt keine Zeit habe und die dann erst nachmittags aufnehmen kann. Und mir sind die Folgen im Voraus ausgegangen. Das habe ich natürlich heute erst gemerkt. Das ist immer sehr schön. Ich hoffe, die Qualität von dem Video hier ist jetzt nicht zu hart verkackt. Das wäre ungeil. Aber man tut natürlich sein Bestes, ne? Also erstmal, waren wir Pokémon heilen nach der Arena? Wahrscheinlich nicht. Ah, doch. Doch, waren wir sogar. Don. Da, lass mich rein. Ab in den Pokémon-Turm. Din. Musik 10 oder 10. So. Trainer. Ganz viele Trainer. Verschwinde, böser Geist. Ich bin kein Geist. Ich bin nur etwas hässlich. Nebulak, damit sollten wir klarkommen. Ich hab natürlich schlau, wie ich bin, mein Gamepad nicht angeschlossen. Aber was ich gemacht habe, ist... Oh, der hat nur ein Pokémon. Was ich gemacht habe, ist mir so ein spezielles Gamepad, so ein Nintendo 64 Gamepad. Tut mir leid, ich war besessen, so ein Nintendo 64 Gamepad für den PC zu bestellen. Will ich das Item? Eigentlich will ich das Item. Auf dem Rückweg. Dass ich auch gescheit am PC dann N64 spielen kann. Und so. Birte. Exorzistin Birte. Gut, dann machen wir die auch schnell fertig. Weil ich finde es einfach, wenn ich jetzt N64 Spiele am PC spielen will, einfach durch die Knopfzahl, die Zahl der Tasten der N64 geht es halt mit meinem normalen PS4-Controller nicht. Und dann habe ich jetzt so einfach weil besser, wisst ihr Bescheid. Glaubt mir einfach. So, meine Stimme ist noch ein bisschen weg. Hört man zum Glück nicht mehr, weil ich war vorgestern auf einem Konzert und dann hatte ich gestern erstmal gar keine Stimme. Deswegen war ich froh, dass ich für gestern noch aufgenommen hatte im Voraus. Weil gestern war ich halt so, hallo. Ich bin da, hallo. Ach, die hat aber eine große Range. Ja, deswegen bin ich ganz froh, dass ich für gestern noch eine Aufnahme hatte, weil das Video wäre echt nicht schön geworden. Ja. Und im Moment ist es halt so, dass ich im Kindergarten danach immer noch in der Küche helfe, wenn wir mit den Gruppen fertig sind. Was einfach dazu führt, dass ich normal so eine Stunde später daheim bin. Das heißt, die in nächster Zeit werden die Folgen auch erstmal ein bisschen später kommen. Ein Geist, nein! Ah! Ich hoffe, ihr entschuldigt das. So, ich bin mal ganz gespannt, wie das jetzt mit der Audioqualität wird. Das ist jetzt nochmal so ein Experiment. In der Probeaufnahme hat es eigentlich ganz gut geklungen. Geklinktet. Wisst, was ich meine. Ja, ich hoffe, dass es jetzt... Wohin ist der Geist gegangen? Hallo! Dass es jetzt geht. So, hier können wir unsere Pokémon heilen, genau. Und wir bekommen ein Schutzband. Moment, das macht überhaupt keinen Sinn, wo ich jetzt lang gehe. Oh, ein wildes Nebulak. Weiche, böser Geist, weiche... Das macht gerade gar keinen Sinn, weil, wenn wir jetzt da hochgehen, dann... Wo
Wobei, wahrscheinlich doch reicht, dass wir außen rumgehen können. Gib mir deine... What the fuck? Seele! Man muss sich dabei im Hinterkopf behalten, das ist ein Kinderspiel. Dieses Spiel ist für 10-jährige Kinder gemacht. Gut, im Endeffekt ist die Zielgruppe sowieso die zwischen 20- und 30-Jährigen vermutlich. Aber für die war das Spiel eigentlich nicht ausgelegt. Im Endeffekt spielen wir es trotzdem. Whatever. So. Das war unnötig. Wir müssen es aber eigentlich schon bald haben. Wir müssten eigentlich bald ganz oben sein. Da war ja schon die Schutzzone. Ich habe den Turm auch... Ich habe alles viel größer in Erinnerung. Das ist Wahnsinn, wie sich das so... Wie man das so anders in Erinnerung hat, als es eigentlich ist. Ich hatte auch das Team Rocket Hauptquartier viel länger in Erinnerung. Dabei haben wir das ja eigentlich voll schnell gemacht. Los, Zippo, Regen. Was ich gerade auch noch am gucken bin, ich habe mir so ein Stativ für mein Mikrofon gekauft, dass ich nicht mehr mit dem Headset-Mikrofon aufnehmen muss, weil, ja gut, sind wir ehrlich, da ist die Audioqualität eher so meh. Und ich versuche ja, die bestmögliche Qualität rauszuholen. Ja, und das Stativ ist jetzt da, aber jetzt will mein Mikrofon irgendwie nicht mehr. Ich versuche das jetzt irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und dann habe ich noch ein anderes Mikrofon dastehen, das wäre eigentlich der Idealfall. Das ist halt das Gesangsmikrofon von meiner Band, aber da finde ich halt das Kabel nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. Weil das wäre halt Idealfall, weil das Mikrofon ist eigentlich nur ein Plus-Ultra. So, verschwindet, Eindringlinge. Für mich, nicht generell das Non-Plus-Ultra. Oh, ein Geist. So hätten alle Pokémon hier, alle wilden Pokémon ausgesehen, wenn wir Silphscope nicht gehabt hätten. Ich würde ja vorschlagen, dass wir das Knogger fangen, aber das geht nicht. Ich sag das euch jetzt einmal, es wird nicht gehen. Ach ja, wir haben ja Flug und Knochenmarken des Boden. Das Knogger wird den Pokebällen ausweichen. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Dragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist ins Jenseits eingeklärt. Was willst du? Warum bist du hier? Ja. Deswegen im Moment noch versuche ich die Audioqualität von meinem Mikrofon so hoch wie möglich zu bekommen. Oh ja, das reicht sehr schön. Ich hatte mich schon verklickt und ich dachte schon so, oh nein, hoffentlich reicht's, aber es reicht. Ich würde sagen, wir wechseln mal das Pokémon aus. Sind ja... Nee, die sind ja gar nicht Flug. Mist. Hans Adolf. Mach. Ich würde gerne Marcel ein bisschen was machen lassen, aber... Der ist einfach zu schlecht. Marcel, du bist schlecht. Oh, das sind super Flug. Ist Flug auf Flug normal effektiv? Ich probiere das mal aus. Ich hau jetzt Marcel raus, mache eine Elektroattacke und wenn es sehr effektiv ist, dann ist die Flug. So. Marcel ist zwar minimal unterlevelt, mit minimal meine ich ziemlich. Aber scheiß drauf. Mist. War jetzt doof. Wir haben ja viele Elektroattacken auf Marcel. Na, at least ein Level up für Glurak. Was soll das denn? Warum hältst du meine Attacke aus? Ich glaube, es geht los. Oh, da muss ich ja eigentlich heute noch für morgen aufnehmen. Damit es morgen nicht so... Wobei, Dragon Quest habe ich noch eine Folge im Voraus. Oh, Marcel kriegt auch ein Level-Up. Schön.
Ich gebe auf. Aber Pocken muss ich für morgen aufnehmen, damit es rechtzeitig kommt. Und ja, im Allgemeinen ist es sehr doof, weil ich habe ziemlich Kopfschmerzen. Und ich bin sowieso krank und muss morgen wieder um 5 raus und ich habe sowieso keine Zeit. Aber für euch natürlich, weil ich euch so lieb habe, kommt für euch regelmäßiger Content. Seht ihr, welche Qualen ich für euch aufnehme, welche Höllenqualen? Apropos Höllenqualen, ich bin am Überlegen, ob ich noch ein nachträgliches 100-Abonnenten-Special machen soll. Aber ich weiß nicht, wegen 100 Abonnenten, 100... Das ist jetzt schon eine schöne Zahl, aber es ist jetzt nichts, wo man wirklich hier so... Sagen wir, ich bin zu Hause nicht in Tränen ausgebrochen und hab mein Leben gefeiert. Ich fand's ganz cool und ich freue mich auch drüber, so ist es nicht. Ich freue mich total darüber. Aber ich finde halt nicht, das ist was, was man mit einem Special feiern sollte. Versteht mich da jetzt nicht falsch, Pokémon sind nur zum Geld verdienen gut. Halte dich aus unseren Angelegenheiten raus. Du wirst niemanden retten. Deswegen sagt doch mal, ob ihr ein 100-Abonnenten-Special wollt und dann denke ich mir was aus und dann kommt es noch nachträglich. Wäre voll cool. Noch mehr Zubat. Warum benutzen Team Rocket eigentlich nur so nutzlose Pokémon? So, erstmal abgebrannt. Und noch ein Radikal haben wir es bald. Ich hoffe, wir haben es bald. Ich finde die normalen Team Rocket Rüpel einfach nur nervig. So. Zum Glück haben wir das. Weil die einfach keine Herausforderungen darstellen. Die sind eigentlich nur zur Spielverlängerung, so wie ich das empfinde. Gerade sowas, wenn man dann gegen 4 von denen, die einfach alle hintereinander nichts können, kämpfen muss. Was? Du kommst nicht, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Dragosos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knoggers sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für meine Sorge um mich, deine Sorge. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße dieses Turms. Daro, du kannst deinen Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinen Abenteuern helfen. Und wir bekommen die Pokéflöte. Mit der Pokéflöte, genau, können wir schlafende Pokémon aufwecken. Und ich weiß, was euch als erstes in den Kopf gekommen ist. Nein, nicht. Auf jeden Fall können wir damit Relaxo wecken. Ich heile mal meine Pokémon. Damit können wir beide Relaxos wecken. Was dazu führt, dass wir zum einen auf den Radweg können, zum anderen über diese Brücke. Über diesen Steg. Und nach Fuxania City kommen. Jetzt ist die Frage natürlich, wollen wir nach Fuxania City? Oh, gegen die haben wir noch gar nicht gekämpft. Ich glaube, wir wollen zuerst nach Saffronia City. Saffronia City kann uns viele Vorteile für Fuxania City bringen. Zum einen, wenn ich richtig im Kopf bin, den Meisterball. Ich glaube, den bekam man da. Und noch sowas anderes. Genau, wenn wir das Kampf-Dojo machen, bekommen wir entweder Kikli oder Nokshan. Was zwei sehr coole Pokémon sind. Und da ist noch eine Arena, die wir dann selbstverständlich noch machen müssen, weil sonst geht's nicht in die Liga, ne? Sonst können wir nicht die Liga machen. Und deswegen mache ich mich jetzt schon mal auf in Richtung Saffronia City, aber ich würde sagen, machen wir an der Stelle schon mal Schluss. Und
Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Pokémon Feuerrot. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Kostet euch nichts, hilft mir extrem weiter. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst ein Abo da. Würde mich auch extrem freuen. Und so oder so, bis zum nächsten Mal. Tschüss!